Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Vincent und heute geht es um meine Top 10 Diffusermischungen für den Winter und die Weihnachtszeit. Diese habe ich in jeweils zwei Gruppen unterteilt. Erste 5 sind Wintermischungen und die letzten 5 sind dann für die Weihnachtszeit speziell geeignet. Hier bitte darauf achten, wenn ihr einen anderen Diffuser verwendet oder andere Öle, kann das immer unterschiedlich wirken. Aber bei den Ölen von doTERRA kann das immer sehr gesundheitsfördernd wirken, wohlfühlende Atmosphäre kreieren, Freude und Frieden schaffen, was vor allem in der Weihnachtszeit, die ja häufig sehr stressig ist, ein sehr, sehr guter Vorteil sein kann. Bitte achtet darauf, dass ich hier die Originalnamen verwende, wie sie auf der Flasche stehen, damit ihr es einfach nachmachen könnt. Und außerdem, wenn ihr einen anderen Diffuser, zum Beispiel einen größeren oder einen kleineren habt, ihr dann eventuell die Dosierung anpassen müsst. Das sind hier aber grobe Richtwerte für einen Standard-Diffuser. Kommen wir zur ersten Diffusermischung, nämlich frischer Schnee. Hier ist es eine sehr schöne Kombination, die super dafür geeignet ist, wenn ihr gerade die Übergangszeit habt vom Herbst zum Winter. Wenn der erste Schnee fällt und ihr euch vielleicht ausmalt, wie der Schnee irgendwann mal überall auf der gesamten Landschaft liegt und wie das schön aussieht. Das ist einfach eine sehr schöne Kombination, die auch sehr, sehr erdend oder vielleicht auch ja wie Bäume, durch vor allem die weiße Tanne hier so riecht und deswegen schon dieses Herbstfeeling noch hat, aber trotzdem eine Frische, die sehr an Winter erinnert und deswegen eine schöne Übergangsmischung ist. Der Immunbooster ist super gut, um einfach gesund durch die Erkältungszeit, vor allem im Winter, auch zu kommen. Im Breathe-Video hatte ich ja schon mal erklärt, dass die Mischung aus On Guard und Breathe einfach super dafür geeignet ist, da ja On Guard das Immunsystem stärkt und Breathe vor allem die Atemwege befreit oder auch stärken kann. Das Ganze ist hier schön kombiniert mit etwas Citrus Bliss, welches eine sehr, sehr fruchtige, zitronige, wohlfühlende Atmosphäre dann noch mit reinbringt. Deswegen diese Kombination sehr, sehr gut, vor allem wenn ihr krank sein solltet oder auch eure Kinder. Hierbei dann aber bitte etwas weniger On Guard verwenden. Kommen wir nun zur dritten Mischung, Home Sweet Home. Stell dir vor, du kommst gerade nach Hause von einem langen Arbeitstag oder von einer Schneeballschlacht oder bist generell einfach gerade nur fertig und möchtest dich kurz hinlegen, aber trotzdem eine gewisse Frische haben. Dann hast du diese Mischung, die optimal dafür geeignet ist. Der Lavendel bringt die schön runter, gemeinsam kombiniert, vor allem mit Rosmarin kann es sehr, sehr gut wirken. Aber vor allem die Wild-Orange-Komponente hier ist sehr, sehr wieder erfrischend und hat eine sehr, sehr fruchtige Note, was dann wieder den ganzen Raumduft heben kann. Und Eukalyptus hilft dir auch vor allem dabei, eine saubere Raumluft zu entwickeln. Schneespaziergang ist der perfekte Name für die nächste Diffusermischung. Stell dir vor, es hat gerade ganz viel geschneit und überall liegen 20 cm Schnee. Du trittst vor die Tür, atmest tief ein und aus und dann beginnst du einen Spaziergang zu machen. Durch den Wald oder übers Feld oder wohin auch immer. White Fir und Cedarwood sind hier vor allem sehr, sehr gut, um einfach ein natürliches, erdendes Aroma mit sich zu bringen. Aber vor allem Peppermint bringt dir eine sehr schöne Frische rein, die einfach gut durchatmen lässt, wo du einfach denkst, da kommst du gut runter und kannst schön durchatmen beim Spazierengehen. Schöner Schneematsch trifft eigentlich mehr so den Namen vielleicht Winterblues oder alles in dieser Richtung, aber wir haben ja auch teilweise Tage, wo der Schneematsch und das graue Wetter einem einfach nur schlechte Laune bereiten. Und genau an diesen Tagen kannst du diese Diffusermischung verwenden. Mit Citrus Bliss und Juniper Berry hast du eine sehr, sehr fruchtige Note, die auch die Stimmung natürlich aufhellen kann. Und vom Frankincense Weihrauch bringt hier eine sehr, sehr gute stimmungsaufhellende Komponente nochmals hinzu und ist auch eines der stärkeren Öle und einfach auch eine schöne Vorbereitung auf die Weihnachtszeit, wo ja Frankincense auch sehr gut passt. Kommen wir nun zu den Weihnachtsdiffusermischungen. Stille Nacht, Heilige Nacht. Vor allem in der Zeit um Weihnachten ist ja gerne mal sehr viel Stress oder einiges einfach los, weil die Familie zum Beispiel da ist und es nur Probleme gibt. Hierfür ist genau diese Diffusermischung geeignet. Mit Balance, Frankincense und Lavendel hast du eine sehr beruhigende und ausgleichende Mischung, die vor allem dazu hilft, einfach Ruhe und Frieden wiederherzustellen. Holiday Joy mit dieser Kombination bringt wieder einen sehr weihnachtlichen Touch und kann dann nochmal die Festtage vielleicht sehr zur Ruhe und zufrieden bringen. Die Heiligen Drei Könige sind logischerweise Weihrauch, Myrrhe und Gold, jedoch nehmen wir statt Gold einfach Zedernholz. Weihrauch und Myrrhe eine sehr, sehr weihnachtliche und auch schöne Mischung, die einfach auch wieder gut erdet und runterbringt, aber hier vor allem Zedernholz auch nochmal eine sehr erdende Komponente, die auch ein bisschen holzig riecht, vielleicht auch ein bisschen mehr an Tannenbäume erinnert oder ähnliches, aber hier auf jeden Fall super reinpasst und natürlich statt Gold einfach eine passende Ergänzung zu den Heiligen Drei Königen ist. Stell dir vor, du kommst nach Hause und alles ist dunkel. Das einzige, was Licht spendet, sind tausende von Kerzen überall in deiner Wohnung oder in deinem Haus verteilt. Einfach eine schöne Atmosphäre, die dich direkt willkommen heißt zu Hause. Genau das soll diese Diffusermischung ausdrücken. Vor allem die ersten beiden Komponenten sind hier sehr, sehr erdend und beruhigend, dass wenn du nach Hause kommst, den ganzen Stress erstmal ablegen kannst. Die beiden letzten Öle bringen eine sehr fruchtige Komponente und vor allem Wild Orange ist natürlich auch sehr, sehr weihnachtlich auf der anderen Seite und deswegen einfach ein schönes Heimkommen mit fruchtiger Komponente. Die Weihnachtsbäckerei ist wohl der ikonischste Duft auf dieser Liste. Wilde Orange, Nelke und Zimt sind ja eine sehr weihnachtliche Kombination,
aber vor allem hierbei ist darauf zu achten, dass man wirklich nur einen Tropfen Zimt verwendet. Dieses Öl ist nämlich so stark, dass vor allem wenn man kleine Kinder hat oder Kleinkinder, sollte man das Öl wirklich ganz, ganz, ganz gering dosieren, da es wirklich ein sehr, sehr starkes Öl ist und eventuell zur Reizung führen könnte, aber deswegen auch ein sehr schönes Aroma entwickelt, zusammen vor allem mit der wilden Orange, welche hier auch sehr, sehr stark durchkommen soll. Somit kommen wir auch schon zu unserem letzten Diffuser-Duft. Frohe Weihnachten! Wild Orange und Juniper Berry geben hier eine sehr fruchtige Note und auch eine sehr stimmungsaufhellende. Vor allem aber in der Kombination von Ingwer und Cassia ist das Ganze sehr, sehr weihnachtlich, da Ingwer ja sowieso mit Cassia, welches sehr, sehr zimtähnlich ist, eine sehr weihnachtliche Stimmung aufbringt und das Ganze mit etwas Fruchtigkeit verbindet. Das ist einfach ein schönes Aroma, welches dann nochmal zu Weihnachten vor allem die Stimmung heben kann und einfach die Atmosphäre zum Beispiel oder Szenerie sehr schön untermalt. Damit sind wir aber auch schon am Ende des Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat und ihr vielleicht mal die Düfte ausprobiert habt, dann sagt mir doch gerne, was ihr davon haltet, wie ihr sie findet und was ihr vielleicht noch für Düfte kennt, die super Mischungen oder Kombinationen sind. Ansonsten würde ich mich natürlich über euer Feedback freuen, in Form von einem Daumen oder auch von einem Kommentar. Und wenn es euch geholfen hat, teilt das Video auch gerne mit anderen, damit auch andere noch schöne Düfte verwenden können. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, euer Vincent.